Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RAF zusammen mit der guten Pandaria. Hallo. Okay, gleich. Jetzt bin ich im Spiel, warum auch immer das jetzt gerade nicht geklappt hat. Ja, wir waren in der letzten Folge bei ihr hier auf einer Insel. Und ja, ich gehe jetzt hier nach unten, bewaffne mich mit dem Speer und suche die Kiste. Und finde sie, glaube ich, nicht. Es war nicht nur unter Wasser und geradeaus. Kunststoff? Wo bin ich denn? Das weiß ich auch nicht. Ah, hier. Jetzt. Ich habe, glaube ich, die Kiste auch gefunden. Sehr ja, schön. Natürlich habe ich die Kiste gefunden. Oh, war sehr viel schöne Sachen drinnen. Dann gehen wir doch mal weiter. Hier ist irgendein Rätsel. Kann man da irgendwas verschieben? Weiß ich nicht. Nö, schaut nicht so aus. Ich hole nochmal Luft und gehe nochmal runter. Boah, die Sicht im Dunkeln ist halt auch dunkel, ey. Nee. Nee, da komme ich nicht drüber. Okay, da muss ich jetzt schauen, dass ich irgendwie wieder zurückkomme. Was ist denn hier hinten durch? Am besten selben Weg, wie man auch reingekommen ist. Ja, es ist nur richtig, es spiegelt bei mir auch. Oh. Oh, ja, Leute, ihr seht es ja selber in meinem Gesicht. Die Lichtstrahlen. Ja, ich schaue nämlich genau gegen die Sonne. Und ich kann die Jalousie nicht weiter runter machen. Weil wenn es bei uns zu warm ist, klemmt die. Hä? Ja. Deshalb muss ich jetzt schauen, wie ich hier rauskomme. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ich kann hier noch den Schrott ein bisschen mitnehmen. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste. Mhm. Ja, ein bisschen Sand kann ich mitnehmen. Oh, hier ist ganz viel Muscheln und Sand und Schrott. Da bräuchten wir ja fast die Taucherausrüstung. Da sind wir ja auch schon gut dabei. Ja, also unter mir ist noch ganz viel Schrottmäßig. Beziehungsweise Metalle und sowas. Oder Steine. Ach so, das sind nur Oh, da kam der Hai. Ich muss wieder an die Oberfläche. Ja, aber hat sich doch rentiert. Wir haben hier ein bisschen was aufgehoben, wir haben einen Bolzen, wir haben wieder ein Scharnier gefunden und so weiter. Hast du jetzt die Insel auch schon gelootet oben? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir lichten den Anker wieder. Mhm. Und hier sind, oh, die trockenen Ziegel sind fertig. Die habe ich letztes Mal getrocknet. Die lege ich natürlich hier gleich ab. So, wir haben hier jetzt relativ viel Kletterpflanzenglibber und die Tauchausrüstung. Da brauchen wir noch eine leere Flasche, die wir uns herstellen müssen. Und das ist jetzt auch mein nächstes Ziel, die leere Flasche herstellen und dann die Taucherausrüstung. So, da brauche ich 6 Kunststoff. Kann ich mir auch die leere Flasche herstellen? So, und dann gehe ich hier rein und kann die Taucherausrüstung herstellen, beziehungsweise die Sauerstoffflasche. Da brauche ich jetzt noch, oh, ein Kunststoff und noch mehr Glibber. Ich wollte gerade sagen, ich brauche auch Glibber und Kupfer. Ah ne, Kupfer so. Haben wir. Kupfer haben wir und Glibber stelle ich gerade her. Okay. Und so kommen wir nicht weiter. Dürfte ich mir einen Glibber von dir schon mal nehmen? Ja, klar. Okay, dann brauche ich jetzt nur noch Kunststoff, weil dann kann ich die Leiterplatte machen. Hm. Und dann kann ich mich die zweite Antenne bauen. Ja, sehr schön. Von ist Kunststoff. Den krallst du dir. So, gehen wir mit dem Wind oder nicht? Nee, gerade nicht. Aber wenn wir mit dem Wind gehen, dann fahren wir gegen die Insel. So, aber ich kann das Segel jetzt drehen. So, dann fahren wir nicht gegen die Insel. Ja, dann fahren wir nämlich weiter außenrum. Boah, bei mir ist gerade mit der Sicht echt ein bisschen schlecht. Leute, es tut mir auch leid, wenn mein Gesicht ein bisschen verdeckt ist. Bei der nächsten Aufnahmesession wird das natürlich geändert. Da wird die Jalousie auch ganz zugemacht. Dann scheint mir auch die Sonne nicht in den Augen.
Aber ja, wir müssen jetzt aufnehmen, da wir ein bisschen unter Zeitdruck stehen, tatsächlich, dass die Folgen auch pünktlich kommen. Und wir wollen euch ja auch was bieten. Deshalb nehmen wir auch unter solchen Umständen auf. Ich wäre jetzt auch lieber am Pool, aber nein, wir nehmen auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja. Ah, hi. Geringverdiener. Hi. Hi, kaputt gemacht. Nee, Leute, Gottes Willen, nicht jeder braucht einen Pool. Reicht, wenn ich einen hab. Hast du wirklich einen Pool? Natürlich. Aber jetzt, wenn ihr wüsstet, was für einen Pool. Dann wahrscheinlich so einen kleinen Ding, Planschbecken oder sowas. Nein, das ist ein, wo wir damals noch daheim gewohnt haben, so ein Pool, wo wir im Garten stehen hatten. So einen großen halt, so ein 3 Meter auf, ich glaube 1,20 oder 1,40 oder was er ist. Also nichts Teures, Leute, um Gottes Willen. So. Glibber ist fertig. Nee, so einen Pool haben wir halt. Aber ist echt eine schöne Abkühlung im Sommer. Muss man sagen. Ich hoffe ja nach meinem Umzug, dass ich meine Mitbewohner dann auch überreden kann, im Garten vielleicht nochmal einen Pool zu kaufen. Und wenn es nur ein kleiner Planschbecken ist. Ja, klar. Ist einfach für eine Abkühlung richtig klasse. Dann bin ich nämlich raus aus der Stadt und rein wieder ins Dorfleben. Yay. Ja. Überhaupt nicht meine Welt, aber was ach, muss, Dorf, es muss. Dorfleben ist sehr schön. Also ich habe ja auch beides miterlebt. Und aktuell wohne ich ja auf dem Dorf und für mich ist Dorf, meins ist einfach Dorfleben. Muss man einfach so sagen. Und wir paddeln gerade relativ langsam, Leute. Ja, auch sowas ist mal in dem Let's Play schön. Ihr erfahrt was von uns. Aber nicht zu viel. Ja, nur so viel, wie wir uns trauen zu sagen. Oh, es war deine. da vorne kommt eine Kiste. Ist ja eh deine Folge, von dem her darfst du die machen. Ja, da vorne kommt eine Kiste, Leute, in Zeitlupe. Jetzt haben wir sie. Und was ist drinnen? Rohe Rübe, rohe Kartoffel. Ach, du baust hier. Ich habe jetzt gedacht, der Hai. Nee, ich baue ab. Ja. So, das legen wir mal weg. Rohe Rübe platzieren. Kartoffeln können wir platzieren. Hier ist wieder der Glibber fertig. Planken wir natürlich noch. Was habe ich hier hingelegt? Rote Blume. Wer hebt denn rote Blumen auf? Die Antenne ist zu weit entfernt vom Empfänger. Okay. Das heißt, ja, es ist wirklich ein bisschen weit, oder? Ja, ich hätte halt hier oben einfach weiter gebaut. Da ist das Problem. Die zweite Antenne vielleicht hier hin, wo ich gerade stehe. Moment. Nach oben. Also oben, wo ich gerade stehe ungefähr. Würde ich jetzt die Antenne hinbauen. Also ich baue es jetzt nochmal ab. Okay, da habe ich das jetzt. Sand muss ich noch schmelzen. Ja, Leute, sorry, wenn die Folgen jetzt aktuell ein bisschen eintönig sind, aber wir bereiten uns natürlich auch vor, wenn wir so Sachen schmelzen, denn wir brauchen das ja alles. Wir brauchen die Taucherausrüstung. Wir brauchen die Flossen. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen die Antenne. Da vorne ist eine Insel. Ich steuere mal drauf zu. Ja, welches Geld? Wo wir dann finden auf der Insel. Ja. Oder? Gibt doch so Geld, wo man dann was kaufen kann damit. Ja, das kriegt man aber auch, wenn man große Fische und sowas eben angelt. Oh, ah, okay. Das wusste ich jetzt nicht. So, wir haben hier noch zwei gegarte Kartoffeln. Die behalte ich jetzt mal bei mir im Inventar. Nein, nicht wegschmeißen. Oh, ich glaube, das ist wieder zu nah. Wo sind die hin? Nein! Hast du die weggeschmissen? Da bleiben! Wo sind die? Da sind sie. Ich hab sie. Mich hat der Hai gebissen, aber egal. Ich bin auch im Überlegen, ob wir die Treppen vielleicht wegmachen und dann einfach Leitern hochbauen, weil es sieht schon ein bisschen schäbig aus, ne? Ja klar, dann macht es. Oh, ich hatte die gegarten Kartoffeln aus Versehen irgendwie falsch gedrückt und dann waren die weg. Oh Gott. Ja. Glibber können wir jetzt hier reintun. Kann ich jetzt die Sauerstoffflasche? Nein, wir brauchen vier Seile. Ich habe doch hier eine Truhe mit Seilen. Dann lege ich doch mal eine Seile hier hin. Du brauchst auch eine Sauerstoffflasche dann, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Und wir brauchen dann wieder Seetang.
Eine Sauerstoffflasche habe ich jetzt. Kann ich die jetzt da reinlegen? Ich weiß nicht, ob die Scherze versteht. Ich finde ja, Leute. Solche Witze kommen nur von Pandaria. Wir brauchen wieder Seetang, weil für die Flossen brauchen wir tatsächlich Seetang. Reines Seetang oder Glibber? Nein, reinen Seetang. Und aber wir brauchen auch noch mehr Glibber. Also ich kann dir gerade keine Sauerstoffflasche herstellen, leider. Okay. Weil wir dazu auch noch mehr Glibber brauchen. Die eine Sauerstoffflasche lege ich aber tatsächlich erstmal ab, bis wir beide eine haben. Mhm. Wir brauchen für die nächste 8 Kunststoff. Eine leere Flasche muss ich mir eben herstellen, braucht 5 Glibber. Und dann braucht man für die Sauerstoffflasche auch wieder 5 Glibber. Und für die Flossen braucht man auch 5 Glibber und 6 Seetang. So. Sieht doch jetzt schon wieder viel größer aus, unser Floß, nur weil die Treppen weg sind. Ist doch schon mal gut. Huch! So. Wir sammeln wieder. Antenne 2 passt. Passt? Passt. Sehr schön. Es fehlt nur noch Antenne 3. Ich kenne nur Antenne Bayern. Du. Ich dachte, oh. Blöde Wortwitze. Ja, dachte ich auch immer. Kommen wir jetzt an die Insel da hinten mal hin oder nicht? Ich habe das Gefühl, wir segeln wieder so, dass auch kein Müll um uns rum ist. Also in dem Sinne gegen die Richtung, wo das Spiel uns vorsagt. Aber ich will da hin. Dann würde ich sagen, müssten wir jetzt halt ankern und draufschwimmen. Oh. Ja, sie ankert. Ja, aber da kommen wir nicht hin, ohne dass uns der Hai kaputt macht. Ach, Quatsch. Ja, ich hau mir mal den Wanst voll und dann lasse ich Pandaria, glaube ich, da alleine hin. Weil die Insel ist jetzt nicht groß. Das ist eh nicht wirklich inselmäßig. Was, das jetzt unter Wasser mehr Action? Ich schmelz dafür mehr. Da Sachen. Wäre jetzt dein Haiköter eigentlich nicht verkehrt. Okay, soll ich ihn werfen? Ich schaue jetzt nur, ob hier oben die Kiste ist. Aber nee, wenn, der müsste unter Wasser sein. Wenn da überhaupt eine Kiste ist. Ich denke schon, so wie das hier aussieht. Also du kannst gerne den Haiköder werfen. Haiköder! Flup! Ja, habe ich. Er spielt. Dann komm mit unter Wasser und sammel. Sammel um dein Leben! Ich sammel hier unten Schrott. Ich hätte vielleicht erst an der Oberfläche schwimmen sollen, bevor ich jetzt runtergehe. Stirbt man sofort, wenn die Anzeige weg ist? Vom Luft? Nee. Ja. Nee, die geht nochmal runter. Also. Okay. Man verliert Leben, wie wenn man verletzt wird. Okay. Dann gehe ich mal kurz hoch. Und dann geht's wieder nach unten. Ach, dass man nicht schneller schwimmen kann. Ja, dafür brauchen wir dann die Seeflossen. Ich habe jetzt halt Seetang gesammelt. Ich habe, glaube ich, noch nie Seetang gesehen in dem Spiel. Das ist... Aber hier sehe ich viel Schrott, den wir ja auch brauchen. Und ich glaube, danach ist auch die Folge schon wieder vorbei. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut auf den Timer, aber will ich jetzt natürlich auch nicht, wenn ich hier unter dem Meer under the sea bin. Papadam. So, wo ist unser Floß? Hallo? Oberhalb vorbei. Oh, hi. Hi. Der Ach, Hai hat aufgehört zu spielen, der Hai ist wieder bissig. Okay. Geh weg, pissig, Bruce. Pissig Bruce, oder bissig? Blöder Bruce. Der ist sowohl bissig als auch pissig. Also, da er gerade bei Pandaria ist, gehen wir zurück zu unserem Floß. Oh, warum hat er mir auf einmal so viel abgenommen? Tja. Under the Sea. Kennt ihr das Lied, Leute? Under the Sea. Ach Gott, ich muss aber auch kurz einblenden. Unter dem Meer. Ich weiß bloß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß auch gar nicht. Es ist viel schöner.
Keine Ahnung. Ja, genau. Keine Ahnung. Wo ist sie denn, unsere Pandaria? Ich komme aufs Los zugeschwommen, aber es kann sein, dass der Hai mich gleich beißt. Bruce. Schaffe ich ihn doch Abhilfe. Ich bin über ihn drüber gesprungen. Okay, ich schaffe keine Abhilfe. Dann lichten wir den Anker wieder und setzen die Segel mal wieder richtig. Oh, da hinten ist eine Rieseninsel. Oh. Oh. Ja. Aber diese Rieseninsel, Leute, seht ihr nächste Folge bei Pandaria auf dem Kanal. Lasst bei ihr ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und macht was draus. Und bis übermorgen hier bei Raft und morgen bei Pandaria. Macht's gut und tschüss, Pandaria. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Und bis morgen. Servus.